Punkt 1, Münzen einwerfen. Tja, ich würde mal sagen, da sind wir an Punkt 1 gescheitert. Servus Freunde, ich grüße euch und in diesem Video nehme ich euch mit hinauf zu einem Gipfel, der zu den meistbegangenen Gipfeln in Deutschland gehört. Ich freue mich, dass ihr mich auf der Tour begleitet und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Heute geht es hinauf auf die Kampenwand und als ich das letzte Mal da war, ist ein paar Jahre her, in den Ferien, im Sommer, ich glaube sogar am Wochenende, auf jeden Fall. Es war die Hölle los, es war in den Klettersteigpassagen fast so viel los wie am Gipfelkreuz der Zugspitze, also längere Wartezeiten musste ich da akzeptieren. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich mir die Herausforderung gesetzt. Ich möchte einmal alleine auf der Kampenwand sein. Ob ich das schaffe, ich weiß es zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht, aber ihr werdet es mit mir zusammen in diesem Video erfahren. Ist es möglich, alleine auf der Kampenwand zu sein? Wohlgemerkt bei normalen Bedingungen. Im Winter bei Schnee und Eis ist das sicherlich möglich, da habe ich keine Zweifel. Mein Plan ist es, antizyklisch zu gehen und ultra lightweight. Ich habe überhaupt nichts mit, außer einer Jacke, die habe ich noch hinten dabei in meinem Trailrunning-Rucksack. Ansonsten habe ich nichts dabei. Und das sollte auch kein Problem sein. Schnell rauf, schnell runter, wobei ich schnell für meine Verhältnisse. Ich weiß, dass geübte Trailrunner hier in der Hälfte oder ein Drittel der Zeit hochlaufen. Ich mache ja quasi hier nur Speedhiking. Also jedenfalls antizyklisch geht die Tour. Gestartet am Parkplatz bin ich um 17 Uhr und das ist heute die Uhrzeit, wo die allerletzte Bahn fährt. Das heißt, die Bahntouristen, die sind jetzt alle schon weg. Gestartet bin ich am Wanderparkplatz hinter Gschwendt. Das ist also kein bayerisches Schimpfwort, der Ort heißt so. Und dort kostet es für 3 Stunden 2 Euro. Sollte reichen. Bei der Kampenwand hat man die Qual der Wahl. Es gibt hier unendlich viele verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten. Man findet auch viele GPS-Routen im Internet. Aber ich habe doch relativ lang gebraucht, um die für mich richtige zu finden. Einfach weil es so viele gibt und so viele Varianten. Der, ich sag mal, Normalweg bei dieser Tour, der geht von Aschau aus hoch, dann hat man 1050 Höhenmeter bis zum Gipfel und das hätte ich auch eigentlich gern gemacht, aber die Weglänge ist sehr lang. Also hin und zurück zusammen kommt man auf deutlich über 20 Kilometer und so eine lange Wegstrecke ist jetzt heute nichts für mich. Ich will es kurz und knackig und deswegen von Hintergschwend aus 850 Höhenmeter und 11 Kilometer Wegstrecke rauf und wieder zurück zum Auto. Das ist genau die richtige Tour für heute Abend. Der Weg wird etwas felsiger, aber alles in allem ist es noch ein Waldweg. Das Stück rauf bis zu den Felsen der Kampenwand sollte, wenn ich mich nicht irre, ein Blaupunktweg sein, also ein nur mäßig schwieriger alpiner Wanderweg. Das hier ist der Schilderwald, von dem ich bei der Tourenbeschreibung gelesen hatte. Man geht dort dann Richtung Kampenwand über Steinlingalm.
Mai ist die perfekte Jahreszeit für solche niedrigeren Gipfel. Und wie ihr seht, steht die Alm in voller Blütenpracht. Macht so Spaß, durch diese Landschaft zu gehen. Da ist das Gipfelkreuz zu sehen. Es ist das größte Gipfelkreuz in Deutschland. Ich glaube, 12 Meter ist es hoch. Und von hier aus sind es jetzt nur noch, ich glaube, 250 Höhenmeter so rum. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Wetter. Gewitter soll es erst um 9 Uhr geben. Jetzt haben wir 5:45. Aber in der Ferne hört man schon ein Donnern. Mal gucken, ob ich es riskieren kann, ganz hoch zu gehen. Ich gebe es zu. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mit der letzten Bahn um 17 Uhr rauffahre, zum Gipfel gehe und dann nur den Abstieg mache. Aber naja, wenn man mal nüchtern drüber nachdenkt, Kampenwand von der Bergstation aus, das ist ja ungefähr so wie Zugspitzgipfel vom Münchner Haus aus. Irgendwo muss man ja doch ein paar Höhenmeter mitnehmen. Bergtour ohne Höhenmeter ist ja keine wirkliche Bergtour. Vielleicht bei einer Gratwanderung, da lasse ich es noch gelten. So, jetzt kommen wir dem spannenden Stück näher. Da oben sehe ich schon die Kapelle. So, ich bin jetzt kurz unterhalb der Alm. Hier hat man schon einen Wahnsinnsblick runter auf den, ja, was ist es hier? Welcher See ist es hier? Der Chiemsee. Ganz genau, das hier ist der Chiemsee, den man hier im Hintergrund sieht. Und das Kapellchen. Ach, Wahnsinn. Ich freue mich über Abonnenten und über Daumen hoch für dieses Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit auf diesem Kanal hier unterstützen könntet. Schreibt mir auch gerne einen netten Kommentar. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die auch in die Kommentare. Ich versuche alles, so gut ich kann, euch zu beantworten. Als ich das letzte Mal hier war, da gab es hier drin richtig Stau. Da habe ich für das Stück hier eine halbe Stunde gebraucht. So voll war es da. Hier oben ist weit und breit niemand zu sehen und ich denke mal, auch am Gipfelkreuz wird niemand sein. Allerdings frage ich mich, ob die Herausforderung so als erfüllt angesehen werden kann, angesichts des fragwürdigen Wetters. Was meint ihr? Thank you.
Kurz vor dem Gipfel kommt hier jetzt noch mal eine Kraxelpassage. Das hier ist sozusagen der Hillary Step der Kampenwand. Hier kommt nun das kurze stahlseilversicherte Stück. Ein Klettersteigset braucht man hier eigentlich nicht. Ich frage mich, welche Vollidioten an so einem Sicherungsseil ihre komischen Schlösser anbringen müssen. Geschafft, aber gerade noch rechtzeitig. Hier zieht jetzt ordentlich was rein. 3 Stunden früher als angesagt im Wetterbericht. Den verklage ich, den Wetterbericht. Und ich sehe zu, dass ich hier wieder runterkomme.